Ohne die Möglichkeit, einen Computer genau das machen zu lassen, was man will, wäre die Menschheit wahrscheinlich vor 100 Jahren stehen geblieben. Ohne Programmiersprachen wie Java, C++ oder Python gäbe es heutzutage keine Alltagshelfer wie Smartphones, Home-PCs, intelligente Fernseher oder überhaupt irgendeine Form von digitalen Geräten. Doch wieso gibt es überhaupt so viele verschiedene Programmiersprachen? Und wofür ist jede einzelne geeignet? Warum sollte ich nicht einfach eine Sprache für alles benutzen? Diese Fragen und noch viele weitere werde ich versuchen, in der kommenden Serie über die derzeit wichtigsten Programmiersprachen zu behandeln und außerdem noch über gewisse Eigenheiten von den einzelnen Sprachen aufklären. Ich werde versuchen, möglichst jede Woche eine neue Folge hochzuladen, angefangen mit einem Video über die Sprache Basic am nächsten Sonntag. Solltet ihr noch irgendwelche speziellen Wünsche für eine Programmiersprache haben, schreibt diese gerne in die Kommentare und ich werde nach Möglichkeit versuchen, diese in Videoform umzusetzen. Abschließend werde ich die Serie nach voraussichtlich ungefähr 20 Folgen mit einem Überblickvideo über alle vorangegangenen Programmiersprachen und meine Top 3 Lieblingssprachen. Wenn ihr Bock habt auf diese Serie, zeigt euren Support durch Drücken auf den Like-Button. Wenn ihr das eher so semi-geil findet, wisst ihr auf jeden Fall, was ihr zu tun habt. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bye, bye.